Hey ho, meine Lieben, Bonusvideo! Heute wird wieder mal experimentiert. Wir machen ein experimentales Dessert im Dutch-Ofen. Experimental, jawohl, ich habe es noch nie ausprobiert. Ist einfach bloß so eine Idee von mir gewesen, ob man nicht ohne viel Sauerei, ohne viel Arbeit im Dutch-Ofen Dessert machen kann. Was ich mir darunter so vorgestellt habe, etc. pp. Geh mal rüber, leg mal einfach mal los. Genau einen Plan gibt's nicht. Einfach machen. Auf geht's. Allzu viel haben wir auch nicht da. Eine Tapperschale. Vielleicht, wenn es funktioniert, fülle ich noch zwei andere Tapperschalen im Anschluss und probiere dann eine andere Kombination aus. Eine Schokolade, Bananen, Ananas und dann habe ich hier das Salted Caramel von Roy Spice. Noch zu, habe ich auch noch nicht probiert. Und dann der Dessert Dream ebenfalls von Roy Spice. Auch noch zu. Gut. Wo fangen wir an? Mit einer Banane. Tja. Und diese Banane machen wir. Ihr kennt es ja alle, die Bananen, wo man einfach so auf den Grill mitlegt und füllt. Und im Prinzip soll es hier nichts anderes werden. Schneidet man hier einfach ein bisschen ein. So, man könnte jetzt eine Kinderschokolade nehmen, habe ich keine. Ich habe jetzt als einzige die Milka gefunden. Also eigentlich mehr oder weniger total improvisiert wieder das Video. Aber tja, das ist das, was mir ja Spaß macht. Und hier stecken wir jetzt einfach mal unsere Schokolade hier rein. So, das wird schon reichen. Und damit ist unser erstes Drum fertig. So, weiter geht's. Unser zweites. Da brauchen wir natürlich auch ein bisschen Banane. Na. Also das ist jetzt wirklich total experimental. Hätte es kleinere Ananasdosen gegeben, hätte ich mal wahrscheinlich eine kleinere mitgenommen. Hier nehmen wir uns jetzt einen Schokodickmann. Ja, nicht falsch aussprechen. So. Weißbraun Maximum. Mal so einen. So. Eine Ananasscheibe. Das passt sogar. Ist ja geil. Also Mini-Dickmanns passen genau in die Edeka-Ananas. Außenrum verteilen wir die Bananen. Weg ist sie. Oh, Salted Caramel, ja. Mit Sesam und Co. So, okay. Gut. Wir machen nachher definitiv nochmal eine, aber jetzt gehen wir erstmal mit den beiden Dingern raus. Ja, und ich bin echt gespannt, wie das Salted Caramel da schmeckt, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und naja, gehen wir raus, schauen wir weiter. So Freunde, während ich die ersten zwei Schalen rausgetragen habe, habe ich mich entschlossen, hier jetzt kurz nochmal so eine Schale vorzubereiten. Da kommt nachher dann hinterher der Dessert Dream drüber. Gut,
Dann gehen wir aber jetzt endgültig inklusive Cam hinaus. Wenn ich jetzt den Topf von oben natürlich noch befeuern würde, wäre das wesentlich effektiver. Ganz klar, Hitze von oben. Ich möchte aber eben heute experimentell nur von unten befeuern. Dazu habe ich den Raketenofen, den Ecosome Jet, wo ich von www.sicherstadt bekommen habe, genauso wie den Dutch Oven damals, verwenden und ja, einfach eben bloß Maximum Heat von unten und gucken, wie das wird, ob das so funktioniert, wie ich mir das gern wünsche. Innen rein. Moment. Haut ruck. Habe ich so einen Stapelrost reingelegt. Ja, so langsam wird es auch warm hier drin. Und im Prinzip können wir jetzt hier alles schon hineinlegen. Jetzt schauen wir mal, inwieweit wir zwei Formen und die Banane da reinbekommen. Das wäre natürlich klasse, wenn wir alles drei auf einmal reinbekommen. Ja. Und ansonsten könnte man dann eben da drei Bananen oder vier Bananen nebeneinander stellen. Vielleicht noch zur Not drei Tupperschalen kleine. Aber Deckel drauf. Und dann vergessen wir das Ding jetzt einfach mal eine Viertel, halbe Stunde und schauen nachher einfach rein, wie das da drin aussieht. Ja, und mein Schatz klopft mir auf die Schulter. Wolltest du nicht in die eine Schale, wo nur die Banane und Ananas drin ist, noch was reintun? Du meinst das hier? Ja. Das kommt hinterher drüber. Okay. Das war jetzt echt Zufall, dass ich das Gewürz noch in der Tasche hatte. Ja, genau. Tja, Leute, 20 Minuten später. Ich weiß nicht, wie ich den Geruch hier deuten soll. Ja. Heiligsblechle. Das Zeug ist schon fertig. Noch länger und das alles verkokelt. Nehmen wir mal gleich den Topf hier runter. Au! Oh, ja, McDutch, ich grüße dich. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich nehme jetzt mal den Topf hier runter. Tja, und dann holen wir das Zeug da raus und probieren. Also 20 Minuten, Leute. Wirklich nur 20 Minuten. Ja, gut. So, jetzt schaue ich mal, dass ich das Zeug hier mal halbwegs rausbekomme. So, zwei Tapaschalen und für die Banane hole ich mir nochmal so Blechtellerle. Jetzt weiß ich aber, was hier so gerochen hat. Das war die Schoki, was hier aus der Banane rausgelaufen ist und nebenhin. Das war das, was ich gerochen habe. So. Ja, aber nicht das Essen. Tja, Leute. Und dann kann man sehen, 20 Minuten die Banane. Geilomat. Und wir probieren jetzt da drüben. Ja, Freunde, ich habe mal wieder was vergessen. Das schiebe ich jetzt hier einfach irgendwo zwischen ins Video rein. Es ist ja die Schokolade runtergelaufen und die ist unten drin ein bisschen festgebacken. Ja, um sowas zu vermeiden, lege ich das nächste Mal definitiv wieder die Backmatte rein. Was ist das für eine? Vom Grillmatze. Ja, die habe ich mir damals zurechtgeschnitten. Und ich glaube, ich schneide mir für den Viererhalber oder so vielleicht nochmal eine zurecht. Naja, auf alle Fälle. Von der, haben wir ja damals gesehen in einem Video, gehen solche Sachen ganz, ganz leicht wieder runter. Ja, und dann muss man nicht so schrubben wie ich heute. Blöd gelaufen, aber ich glaube, jetzt kommt dann noch irgendwie die letzte Szene oder so. So. Und jetzt auch für dich, mein Schatz, das Dessert Dream machen wir nämlich jetzt erst auf. Oh, was ist denn das? Ja, genau, was ist das? Das sind mit
auch mit Blüten. Oh, oh, riech mal. Oh, wollen wir nicht noch Kugel Vanille-Eis da drauf machen? Nein, wir wollen hier jetzt keine Kugel Vanille-Eis drauf tun. Wir streuen hier jetzt einfach etwas von dem drüber. Also sowieso so Bollerweiß, ich komm gleich. So. Naja, von dem Mohrenkopf ist ja nicht mehr viel übrig geblieben. Oh, Entschuldigung, Schokokuss. Aber jetzt? Ein bisschen mehr von den Salted Karamell hätte ich reintun können. Moment. So, da bin ich wieder. Da streuen wir halt einfach noch ein bisschen was drüber. Man muss natürlich Karamell mögen. Ein bisschen Schoki dazu. Und im Morgenkopf ist auch nicht mehr viel übrig geblieben. Schokokuss. Schmeckt gar nicht mal so verkehrt. Also eigentlich schon lecker. Jetzt schauen wir hier mal die Ananas mit dem Dessert Dream. Leute, jetzt richte ich mal die Cam auf mich aus. Ansonsten stecke ich mir das Zeug immer nur im Hals, ohne dass ihr das seht. Ihr wollt ja das Probierl haben. Okay. Zweimal Banane. Also das Dessert Dream kommt mal hervorragend. Fruchtig nach Orange etc. pp. Das muss man einfach probieren. Geil. Also definitiv besser als das Salted Caramel. Das ist da drauf? Ja. Das ist der reine Schokokuss, was du da gerade hast. Das da? Ja. Aber den kannst du gerne essen. Das ist wenigstens zart, bitte. Ja. Und die Banane, was soll ich sagen? So eine Schokobanane kennt ja mittlerweile so gut wie jeder. Aber dass die jetzt so schnell geht im Quatschofen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Fertig muss der Patrizia jetzt nachher noch einige Kredenzen. Das kann ich gerne machen für die Patrizia. Aber ja. Aber halt. Ja. Was sagst du zu dem Salted Caramel, mein Schatz? Naja. Also, entweder esse ich Salz oder Karamell. Ich bin auch nicht der Typ, wo Chili-Schokolade mag. Ist nicht schlecht. Schaut mal was anderes. Das war eine ehrliche Meinung. Jawohl. Und das andere mit dem Dessert Dream? Schmeckt total genial. Fehlt jetzt noch eine Kugel Vanilleeis und ein bisschen Sahne und ein bisschen aufpeppen. Da geht das durch. Natürlich, das kann man alles machen. Aber wir wollten das jetzt bloß mal austesten. Also auch im Dutch Oven. Schokobananen ruckzuck. Und ja, so kleine Dessertsachen gehen natürlich auch. Man kann es natürlich auch selber was zusammenmischen und drüber streuen.
ist gar keine Frage, aber darum ging es ja heute gar nicht, weil ich wollte ja wirklich jetzt die zwei Sachen ausprobieren und eben das im Topf. Natürlich kann man dasselbe im Backofen machen, aber ob es da so schnell geht wie jetzt im Topf, keine Ahnung. Also Oberhitze war absolut nicht notwendig. Der Stapelrost im Topf war auf alle Fälle notwendig, weil ansonsten wäre es komplett unten angekokelt. Ja, aber so, genial. Experiment geglückt und ja, mehr gibt es dazu schon gar nicht zu sagen. Damit schließe ich das Video. Leute, wir sehen uns das nächste Mal. Ciao. Oh, her mit dem Zeug. Oh, tschüss. Na? No.